wenn man in so ein Stadion geht, dann ist das einfach eine andere Welt. Dann siehst du die Mannschaft, siehst deine Leute und geht los. Ne? Ich brauche nur das Anfeuern und da ist für mich der ganze Stress weg. Ich muss dabei sein. Egal wie. Da bist du Fortuna. Jetzt sind wir beim Fußball, jetzt sind wir bei der Fortuna, jetzt sind wir mit der Mülltonne unterwegs. Punkt. Wir hatten halt keinen Bock mehr auf diesen ganzen Hype-Fußball, den es hier so überall gibt. Leverkusen, FC und was alles noch hier in NRW ist. Ja. Fortuna war die einzigste Lösung. Da sind wir dahin gegangen. Konntest du schön dein Bier mit reinschleppen vom Kiosk, mit Schnaps. Ja, das war also, das hat uns total geflasht. Ne? So. 15 Jahre, 16, 17 Jahre gehen wir da jetzt schon hin, 18. Erst zu viert und jetzt zu 35. Ne? Meuerschen war unser erster Treffpunkt in der zweiten Liga schon. Da war ja gegenüber der Kiosk und dann sind wir immer noch hin und her. Da kommt man sich auch immer schön hinsetzen. Dieser familiäre Kick, dieses, du kannst dich auf jeden da verlassen. Und das mag ich halt wirklich sehr. Also das ist wirklich grandios. Sind viele von uns irgendwie in der Kölner Subkultur unterwegs und das prägt, glaube ich, auch die Gruppe in vieler Hinsicht. Wir sind sehr sozialkritisch. Ja. Also das ist uns also wichtiger als alles andere. Und klar ist auch, dass wir das Faschus bei uns nichts zu suchen haben. Wir sind mit 20 Leuten bei den Anti-Hogesa-Protesten gewesen und das war eine gute Sache. Herzlich willkommen im Kölner Südstadion zum Meisterschaftsspiel SC Fortuna Köln gegen Wien Wiesbaden. Wir sind jetzt keine klassische Ultragruppe, wir sind keine klassische, kein klassischer Fanclub, wir stehen irgendwo dazwischen. Vielleicht ist das auch etwas arrogant, aber zu sagen, die guten Teile der Ultrakultur nehmen wir mit, aber dieses ganze Paramilitärische, da haben wir keinen Bock drauf. Auch auf diesen ganzen Gewaltscheiß, was soll das? Also die Ultras, die haben ja einen ganz anderen Gedanken wie wir und den kann ich nicht vertreten. Das passt ja auch nicht zu uns. Ist ja klar, wenn man Müllton heißt, also wie soll man da schon wahrgenommen werden? Wir nehmen den Fußball auch ein bisschen auf die Schippe. Genau, ja. Ich glaube schon, dass irgendwie Teile von dem, was wir machen, irgendwas mit Ultrakultur zu tun hat. Ja, also ja. Choreografien, ja. Wir finden Pyrotechnik super, also so Sachen. Ne? Also haben wir nichts. Oder ich finde den ganzen Kommerz-Scheiß kacke, so, das ist. Also was uns mit Ultras auch verbindet und gleichzeitig gibt es schon Unterschiede. Ich glaube, dass wir zum Teil schon von außen als Ultra oder ultranahe Gruppe wahrgenommen werden. Ja. Sonst würden wir auch nicht angegriffen. Ja? Wir wollen hier mit keinem anecken oder sonst irgendwas. Wir wollen eigentlich echt nur Spaß haben für unseren Verein. Und, weißt du, aber nicht hier, dass wir da irgendwo durch die Straßen gejagt werden, wie es auch schon mal der Fall war. Also. Grundsätzlich ist ja so, dass man, wenn man das seinen Hauptbanner abgenommen bekommt, dann muss man sich als Ultragruppe auflösen. Und das würden wir niemals tun. Wir scheißen genau drauf. Ne? Ja, ja. Wir malen dann halt 10 neue. Ja. Auswärtsfahrten sind für mich immer was Besonderes. Das ist noch mal irgendwie anders von, glaube ich, diesem Vorfreudencharakter, als wenn du irgendwie 2 Stunden vorm Spiel am Mäuerchen bist. Also das ist auf jeden Fall. Umso näher du kommst, umso kribbeliger wird's. Ne? Ja. Die Spannung ist halt anders. Ne? Anders, ja. Du weißt nie, was dich unterwegs erwartet. Das kommt noch dazu auch. Ne? Also wenn du in Ruhrpott fährst, das ist immer ein anderes Gefühl, weil du fährst ja durch alle großen Städte durch, wo große Vereine sind mit großen Gruppen. Die können ja überall sein. Bei mir und meinem Bruder und bei anderen auch, bei uns aus der Gruppe, ist es wirklich so, wenn die Saison ist und vor der Saison, wenn die neuen Spieler kommen, zum Beispiel im Sommer, dann sind wir schon am Fiebern dafür. Wir wollen schon wissen, was los ist. Ne? Fortuna!
Wir ärgern uns im Stadion, ein bisschen verbal, aber auf die sanfte Tour. Und dann, wenn wir auch draußen sind, dann ist das jo, Ende. Hinterm Ausgang ist Schluss. Da wird sich dann noch ein bisschen drüber unterhalten und ein Bierchen drauf getrunken. Und da freuen wir uns auf das nächste Spiel. Im Stadion stehen wir jetzt seit Drittligabeginn wieder auf Stehplatz Mitte. Liegt daran, dass die Kurve nicht offen ist. Diesen Teil von Stehplatz Mitte, den gestalten wir, glaube ich, maßgeblich mit und den werden wir auch in Zukunft maßgeblich mitgestalten. Und ich denke, das wird immer besser da. Fortuna ist ein integraler Bestandteil des Lebens. So, das ist schon so, aber das bedeutet nicht, dass irgendwie kein Platz für andere Sachen da ist, sondern die schwimmen da irgendwie mit rum. Ja. So, das, ich finde, das ist kein Widerspruch. Ob das erste Liga, dritte oder 20. Liga wäre, ich glaube, wir würden trotzdem, hingehen. Ja. Ja, das ist halt Familie, ne? Wir kommen immer zur Fortuna. Schalalala. Wir kommen immer zur Fortuna. Schalalala. Wir stehen in der Süd. Jung mit Menge Fansche, Indianer, lange Haar, links wie rechts, rot-weiße Strähnche. Lug ich dann so über die Tatanbahn. Esse Müll und Südstadt, Power, Jung, ihr könnt der Tatsan Clan. Müllton ist ne einzige Clan, denn der wird überall hinfahren. Sonderfahrt, check mal, lässt sich schein. Und wenn er spielt, dann stimmen wir mal ein. Wir kommen immer sofort zu nah. Schade. Yeah, yeah.